Hey Leute, heute geht's wieder um Chemie, also genau genommen um Metalle in Metallsalzlösung. Bei einem Experiment, was wir dazu vorbereitet haben, wird ein Eisennagel in eine hellblaue Kupfersulfatlösung getaucht. Nach einiger Zeit entfärbt sich die Lösung und an dem Nagel bleiben rotbraune Ablagerungen zurück. Wie kann das sein? Kurz gesagt, während der Reaktion findet eine Elektronenübertragung, auch Redoxreaktion genannt, statt. Im Nagel befinden sich die Eisenatome, in der Lösung die zweifach positiv geladenen Kupferionen. Das Eisen gibt den Kupferionen zwei Elektronen ab. Dadurch werden die Ionen neutral und so zu Kupferatomen. Aus den Eisenatomen werden zweifach positiv geladene Ionen. Die Reaktionsgleichungen sind hier zu sehen. Das nennt man Oxidation, die Elektronenabgabe. Diese Aufgabe übernimmt in unserem Experiment das Eisen. Das Kupfer dagegen nimmt die Elektronen auf. Das nennt man Reduktion. Zusammenfassend kann man das Ganze so: Aus den Eisenatomen und den zweifach positiv geladenen Kupferionen werden zweifach positiv geladene Eisenionen und Kupferatome. Aber Vorsicht, so eine Reaktion findet nur statt, wenn die Metalllösung edler ist als das eingetauchte Metall. Die Redoxreihe der Metalle hilft dir dabei, herauszufinden, welche Metalle edler sind. Die rotbraune Ablagerung am Nagel ist also Kupfer, das sich durch die Reaktion gebildet hat. Die Lösung hat sich entfärbt, weil die Kupferionen für die blaue Farbe verantwortlich waren und durch die Reaktion aus den Kupferionen Kupferatome wurden. So Leute, das war's mit unserem Video zur Metalle in Metallsalzlösung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Thank you.